Hoffentlich ist die Bezahlung das wert. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Star Wars Outlaws hier bei uns auf dem Kanal. Und wir sind aktuell damit beschäftigt, hier irgendwie rauszukommen, das Schiff zu klauen. Kein Problem, ich passe auf. Und das Ganze natürlich mit Hilfe unserer kleinen Weltraumratte. Oh, scheiße. Okay, die sind ein bisschen stärker. Oh, oh. So schnell geht's dahin, Leute. Wo hat er denn gespeichert? Okay, wir müssen uns versuchen, da irgendwie rumzuschleichen. Das nützt alles nichts, aber... Sie haben keine Chance gegen uns. So, wo könnten wir denn mal eine Explosion auslösen? Hier vorne. Lass uns das hochjagen. Muss, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Erschießt es einfach. Nicht erschießen, das ist mein Nix. Okay. Achtung, Nix. Auch irgendwie den Platz. Du packst das. Nicht schlecht, Nix. Okay, flüchten, 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 flüchten. Hier ist gerade keiner. Lasst uns abhauen. Lasst uns in das schöne Schiff steigen. Nichts wie weg. Vollgas, Leute. Voll. Ernst, da kommt sie. Hauen wir ab. Hauen wir ab, bitte. Bitte. Ist wie Gleiterfahren, oder? Nein. Was nicht. Tut mir leid. Okay. Linke Maustaste ist schießen. Ha, na also, die Barriere ist weg. W ist Gas geben. Und los geht's. Oh. Oh, das war etwas knapp. Fast geschafft. Und nochmal ganz offiziell Star Wars Outlaws.
leid. Tut mir leid. Ich dachte, du gehörst zu denen. Hä? Viele neue Freunde heute. Ich wollte es auch gerade sagen. Wir müssen das nicht tun. Unter Druck steigt Keys Adrenalin-Anzeige. Sobald die Anzeige voll ist, kann sie... Okay. Drücke X. Markieren. 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 Schieße sie mit Blinkermaustaste. Wer sagt's denn? Okay. Das war okay. Boah, das sieht so toll aus hier. Hi. Gute Arbeit mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges für Ersatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit ihm. Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacker. Ich heiße Wacker. Finde ich dich, Wacker. Mhm. Shakiras Sohn hieß doch auch Wacker, oder? Ach nee, das war ein Schauen wir mal. So. Nimm den Gleiter. Was ist U? U ist, was ist da U? Elektrofernglas, die 5. Ha? Okay. Zoom rein, Zoom raus. Okay, verlassen. Wegpunkt platzieren und notieren. Okay. Sehr gut, Leute. Boah, wie sieht das hier geil aus, oder? Wie sieht das hier schön aus? Boah, eine Atmosphäre, Leute. So, wir sollen uns also den Gleiter schnappen. Und dann mal ab in die Big City, ne? Wow, schick. So, dann los, oder? So, Bremsen ist Steuerung. Steuerung ist Bremsen, okay. Q nach links ausweichen, W, E nach rechts ausweichen. Okay. Da ist ordentlich Bums hinter. Auf jeden Fall. Oh, also gut, wir leben noch. Oh ja. Wir reparieren das Schiff, fliegen zu den Kernwelten und drehen ein großes Ding. Okay, Q und E geht alles nicht. Schießen kann ich wohl auch nicht. Boah, ist das... Okay. Kann man sich ein bisschen umgucken, ne? Der treibt mich immer wieder auf den Weg zurück. Schade. Ich muss mal hier das Tier angucken, Leute. Nein. Kann ich auch wieder absteigen von dem Ding? Achso, hier ist das mit dem Ausweichen. Ah, okay. Wie ist denn absteigen? Nee, kann man nicht. Leider nicht. Okay. Dann los. Folgen wir einfach mal der Straße. Halt hier rum. Oh, oh, was ist da los? Boah. Noch mehr Banditen? Ach, kommt schon. Banditen wollen wir nicht. Alles gut da hinten, Kumpel? Ich weiß. Was machen wir hier bloß? Nutze X, um den Adrenalinschub zu markieren. Wo haben wir denn hier einen zum Markieren? Da. E markieren. Also einmal hast du Maussteuerung, einmal hast du E. Bist du da? Funktioniert der Funk? Ja, also diese Banditen sind immer noch hinter mir her. Hartnäckig. Flieg nach Miroganer. Das ist Pike-Gebiet. Da hängst du sie ab. Und, wie soll ich dich nennen? Ich bin Kay. Alles klar, Kay. Du findest Gorak oben im Makral. Das ist die beliebteste Kantine in der Stadt. Du kannst sie nicht verfehlen.
Okay, mal ganz schnell in die City. Das hier, muss Mirogana Stadt sein. So, wo haben wir hier einen? Bin ich schon wieder weg? Oh, keine Ahnung. Na dann mal rein hier in die City. Hey, geh weg. Sag schon, Wacker, was springt für dich dabei raus? Ich glaube nicht an Wohltätigkeit. Wohltätigkeit? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 850. Komplett umgebaut. Und in den Loks habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher. Und? Das Schiff ist etwas Besonderes. Ach egal, das verstehst du sowieso nicht. Besorg mir einfach neue Treibstoffinjektoren. Dann können wir wenigstens fliegen. Schon gut, schon gut. Ich überleg mir was. So, wie können wir denn nur wieder absteigen von dem Bock hier? Ich kann rückwärts fahren, okay. Aber ich muss doch wahrscheinlich absteigen, ne? Wo muss ich denn hin? 219 Meter? Also ich würde jetzt wirklich gern absteigen, aber wie geht das? Erreiche das Lokal. Die Steuerung ist wirklich kriminell, ne? Vielleicht kann man hier irgendwo abbiegen. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde wirklich... Das fährt sich ganz schlimm, Leute. Ganz ehrlich, ganz schlimm. So, hier drüben mal lang. Hier ist eine Tankstelle oder sowas, ja. So, wir entfernen uns eindeutig immer weiter davon. Da geht's hier rum? Nee. Und dann lass uns einfach wieder umdrehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh bitte wieder runter. Also man kann auch mit der Taste lenken, mit WASD. Aber da darfst du auch die Maus nicht bewegen. Erreiche das Lokal, ja, nur wie denn? Ich sollte ja bremsen, aber das macht ja auch nicht viel Sinn, wenn ich... Sprecher auf Hutisch. Das vorsätzliche Verweilen ist strengstens untersagt. Alles klar. Wir wollen gar nicht verweilen, wir wollen einfach nur absteigen. Geht's hier? Hier kann ich auch nicht rein. Ja, wie kommt man jetzt hier runter von dem Ding? Das ist jetzt natürlich eine ganz interessante Frage. Ah, schön. Ich weiß es nicht. Hier werden wir nicht runterkommen, ne? Oh, oh, nee, lieber nicht. Machen wir wieder zurück. Ganz vorsichtig zurück, bitte. Oder so rum, ja. Das geht auch. R2-D2. Was ist das hier? Au. Begleiter eingeschränkter Bereich. Journal öffnen, J. Okay. Nach ihrem Absturz auf Tosara lernte Kay einen Mechaniker namens Wacker kennen. Na gut, das haben wir ja alles, das haben wir alles durch, ne? Steuerungsmenü, warte mal, Fähigkeiten, Ausrüstung, Blaster, Inventar, das haben wir alles schon, Fähigkeiten, Barkeeper, 2 von 6 freigeschaltet. Was haben wir hier? Beschwatzen, gepanzertes Unterhemd. Ha? Fortschritt nicht mehr folgen. Freischaltbedingungen. 0 von 1000. Hier fehlen uns halt einfach nur noch Sachen. Datenbank, warte mal. Welten-Tutorials. Da, Fahrzeuge. Gleiter rufen ist Z. Ausweichen ist Q und E. W, Steuerung und A ist eine komplette Kehre. Und ein Adrenalinschub haben wir mit X. Ja. Gesuchtsystem. Das ist klar, das ist ja wie bei GTA oder so. So, warte mal. Das ist alles auch klar. Aber wie kommen wir jetzt runter von dem Ding? Drücke Z, um den Gleiter zu rufen. Vielleicht muss ich hier auch nochmal Z drücken. Bremsen, beschleunigen, umsehen, verlassen mit R. Aha. Und mit Z können wir ihn wieder rufen. Okay, alles klar. Gut. Ich gehe davon aus, dass wir dahinter müssen, oder? Hast du hier was zu klauen für mich? Nö. Und wir gehen einfach mal hier durch. Und wo es jetzt hinführt, keine Ahnung. Hallo. Servus. Nabend. Da gibt's was für dich zum Klauen. Komm, bring mir das mal bitte. Da drüben. Wir können alles hier brauchen, Leute. Komm her, bring hier. Ein silvanisches Eisen. Aha. Okay, hier gibt's also nichts weiter, außer das silvanische Eisen. Und das. Geh mal ganz heimlich hoch.
Okay. Okay. Ja, wohin jetzt hier? Das macht ja auch nicht viel Sinn. Da drüber vielleicht? Aber... Au, das tat weh. Alles tat weh. Will jetzt hier auch nicht rumballern oder so. Guten Tag. Hast du was für mich? Nö. Nee, dann gehen wir mal da drüben hoch. Die Treppe hier. Dubi, 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 du. Scheint auf jeden Fall der richtige Weg zu sein. Kann man dich beklauen? Nee. Kannst du gar keinen beklauen? Hier ist aber ein Gewusel, hä? Anlehnen. Okay. Kann man sich hier mal ein bisschen umsehen, alles klar. Batira Qual. Oh, da hinten sind doch hier Sturmtruppen. Oh, oh. Ich ahne ja Schlimmes. Da, 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 da. Und wir tun so, als wären wir schon 100 Mal hier gewesen. Hallo. Ja, oh. Weisen Sie sich bitte mal aus. Oh, klar. Sicher. Natürlich. Sie sind Thoren Valarion? Das bin ich. Mhm. Alles klar. Gehen Sie weiter. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Ablenken muss man nicht. So, irgendwo dahinter. Wenn wir einmal hier drin sind. Habe ich die gefälschte ID-Karte. Oh. Ich glaube, die sollten wir nicht anquatschen, oder? Sind wir hier durch? Wir werden reden, sobald wir einen Beweis mein Fehler. Treue haben. Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Ja. Noch mehr Ausweise, okay. Aber Ratten haben sie überall hier, ne? Okay, was haben wir hier? Geheimgang? Vielleicht kann man ja irgendwie die umwandern, ne? Ich bewege mich hier schon wieder in Gegenden, wo ich noch gar nicht sein darf. Ne, hier gibt es auch nichts. Ja, da müssen wir wohl wieder an den Sturmtruppen vorbei davon. Ob wir wollen oder nicht, oder? Geht da was auf? Ne, da geht nichts auf. Dubi, 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 du. Hier geht's auch nicht hoch. Ja, wir müssen da durch. Servus. Oh. Die schlagen sich hier. Du kennst die Regeln. Keine Kredits, kein Sabak. Du schuldest den Pike sowieso schon ein Vermögen. Ich will auch so einen Sabak haben. Kriege ich anscheinend offensichtlich. Hoffe ich nur irgendwie nicht. Oh, warte mal hier. Oh ja, ablenken. Ich will bestehlen, Leute. Ich will bestehlen. Ganz schön was los. Spielen. Was haben wir denn hier für ein Spiel? Kessel-Sabak ist eine in der ganzen Galaxis beliebte Sabak-Variante, in der die Spieler ihr Chip-Depot trotz der imperialen Steuer gefüllt halten müssen. Aha. Belohnung 150. Guthaben 391. Einsatz 50. Ich habe keine Ahnung, wie man das spielt, ne? Aber wir werden mal 50 reinwerfen in den Pott. Na kommt, noch eine Runde. Wie spielt man Sabak? Runde 1. Ich habe eine... Aha und ein Aha. Regeln. Bei Kessel Sabak investierst du Chips, um deine Hand zu verbessern und ein paar zu holen. Okay. Eine Sabak-Hand. Um eine Runde zu gewinnen, musst du am Ende von 3 Zügen die beste Hand haben. Das Spiel unter den Credit Pot gewinnt die Person, die als letztes noch Chips im Depot hat. Aha, Karten. Ach du Heimatland. Hände bestehen aus 2 Karten. Je einer aus jeder Familie, Sand und Blut mit Werten von 1 bis 6. Sand und Blut. Boah, Alter. Die Hand ist umso besser, bla bla. Ach Gott, nee, komm, wir testen das einfach mal alles so. Keine Ahnung. Beim Kessel ist das schön, das haben wir gerade. Ja, ja, klar. So, halten oder... Ich habe keine Ahnung, was wir haben. Verbessere deine Hand, indem du ziehst oder halte deine Karten.
Komm, wir ziehen mal. Gib mir was Gutes. Wir ziehen. Da. Ich hab keine Ahnung. Abwerfen oder behalten? Das sieht doch nach einem Pärchen aus, oder? Aber wir werfen mal die hier drüben ab. Ja, mach das weg. Keine Ahnung. So, du hast jetzt eine Sabakan. Zwei Karten unterschiedlicher Familien mit gleichem Wert. Die Sabakan, die näher an der Null ist, schlägt die Sabakan mit höheren Zahlen. Alter, schön. Ich ziehe. Ja. Okay. Ninolia. Ich passe dann, oder? Ich ziehe. Vielleicht betrügen die uns auch alle. Aber ich habe ja schon eine Sabakan. Okay. Halten. Ich keine Ahnung. Verbessere deine Hand? Nö. Wir halten. Bestätigen. Passe. Ich will ziehen. Ja, zieh du mal. Kann man nicht die Karten von den anderen auch sehen mit Hilfe des Nix? Also gut, ich ziehe. Also wir haben bestimmt verloren. Ich sehe das ein. Wir haben verloren. So. Was soll ich denn da noch großartig verbessern? Keine Ahnung. Ich halte das. Ja, komm, mach weiter. Halte. Wir wollen zocken. Ich passe. Okay. Ich ziehe. Wie lange geht denn das noch? Das ist ein Sabak. Genau, ein Sabak, Freunde. Sabak. Oh, der hat besser. Glaube ich. So, das. Der Rundensieger nimmt die eigenen investierten Chips zurück ins Depot. Ist klar. Das war ja einfach mein Tag. Ah, ich habe gewonnen. Ah, cool. Siehst du, ich habe hier gerade Infos bekommen, dass in diesem Spiel damals der Falke damit gewonnen wurde. Ich will nicht mehr, Leute. Ich will hier raus. Lasst mich raus. Ich bin fertig. Verlassen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe abgesahnt, Leute. Das reicht mir. Oh, wer bist du denn? Die erste von vielen. Die Galaxis ist voller Kesselsabak-Herausforderungen. Suche nach Kontrollkarten und finde neue Betrugsmaschen in der Welt. Was? Verfeinere deine Strategie und deinen Spielstil auf deinen Reisen. Mhm. Ja, also wer darauf Bock hat, der kann im ganzen Universum anscheinend jetzt hier Sabak spielen. Gut, sehr cool. Wir müssen dahinter 98 Meter. Aber wir müssen auch noch ein bisschen was klauen können hier. Servus. Kann man hier was trinken bei euch? Hi. Ach nee, hier kann man sich nur überall anlehnen. Kann man keine Credits mausen. Doch, da hinten. Ah. Zieh mal nach, was es zu holen gibt. Zieh mal ganz schnell da. Ja, ja. Ja, ja. Bitte. Ich war's nicht. Sehr gut. Ja, ja. Bring das Geld. Bring den Cash zur Mama. Oh. Rhodiumring. Aha. Ja, ist doch schön. Hippokiki. Hm. Aber hier scheint es auch keinen Händler zu geben, oder? Sehe ich jetzt duell kein. Doch, hier? Nö. 4 Meter? Hier kann man auch irgendwas wetten. Okay. Schabadat, schabadat, schabadat. Ablenken. Nicht nichts machen. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir weiter, gehen wir weiter. Schubidubidu. Was? Makals Spielhölle. Da haben wir doch wahrscheinlich Zutritt, oder? Oder? Hier. Hallo. Hey, du willst doch bei den Pikes mitmachen. Weiß ich nicht. Will ich das? Komm. Hey, willst du Gorak treffen? Den Pike und der Boss? Ich habe eine Spezialeinladung in seine Privaträume. Sonst kommt man da nicht rein. Wäre das was? Ich mache dir ein Angebot. Ist das gescheit, wenn wir die kaufen? Naja, wir wollen ja Freischaltbedingungen prüfen. 50 Credits. Ja, klar, komm. Ja, das wäre super. Oh, perfekt, danke. Viel Spaß da oben und grüß ihn von mir. Hauptsache, der hat uns jetzt nicht abgezogen, der Kerl, ne?
Eintrittskarte für Geigerbrief. Okay. Sehr komische Typen. Dubiose Gestalten. Können wir das zurückklauen, das Geld von uns nehmen? So, guten Tag. Oh ja. Holen wir das Geld? Holen wir das Geld? Upsi. Du bist ein so guter Junge. Und die Kohle fast schon wieder drin, siehst du? Ei, ist das toll hier. Okay. Gibt es hier noch was zu klauen? Nein. Hallo, grüß dich. Hey, ich muss mit Gorak reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Na, zum Glück habe ich das hier. Eine Spezialeinladung. Da hat dich jemand aufs Kreuz gelegt, Kleine. Ich hab's gewusst. Spezialeinladung. Oh, das war nur ein Test eurer Sicherheit. Gorak wird... Ach, vergiss es. Mhm. Ich hab's doch geahnt, dass der uns verarscht hat. So, wir müssen irgendwie... Dahinter, okay. Vielleicht können wir uns da reinschleichen, ne? Können wir die Kohle wieder reinholen irgendwie hier? Nö. Das ist doch bestimmt Geld für den Müll, ist der auch nicht. Okay. Hey, nur für geladene Gäste. Ja, ich weiß, aber... Bin da eine Möglichkeit, das Ding zu betreten, die Suite? Bin da eine Möglichkeit? Naja, aber hier kommen wir doch nicht rein, oder? Nö. Okay. Hi. Kann man hier irgendwie vielleicht eine Zugangskarte klauen oder so? Ich könnte wetten, wir müssen wieder zurück zu dem Typen und den ordentlich vermöbeln. Ja. Das Bedienfeld macht immer Probleme. Und ja, wir haben gerade erst den neuen Lüftantrieb drin. Hallo? Ärger mit der Technik? Falsch verdrahtet. Das wirkt sich sogar auf den Turbolift aus. Ach ja, ich kann's mir mal ansehen, wenn du willst. Wenn du willst. In der Kantine zu Hause habe ich bei sowas auch immer geholfen. Ich kenne dich nicht, also nein. Ah, okay. Kann man die vielleicht bestechen, freischalten? 150 Credits? Nö. Tja, jetzt schon. Also, vielleicht nächstes Mal? Es bleibt bei einem Nein. Oh, die sind ja alle zickig hier, oder? Okay, weiter. Das ist doch noch eine andere Möglichkeit geben hier, oder? Wer bist du? Will niemand weiter? Oh, wer ist das? Hi. Guten Tag. Ach, hey, was ist da hinten? Nur große Nummern. Hör mal, Kumpel. Ich bin aus Kanto. Und da bin ich die größte Nummer überhaupt. Hau ab. Okay, das hat also auch nicht funktioniert. Können wir nochmal mit ihm reden? Komm schon, lass mich rein. Ich gebe dir die Hälfte, nachdem ich sie abgezogen habe. Nein, wenn du Kredits brauchst, dann versuch den wandelnden Zylop zu gewinnen. Mein Printing? Den wandelnden Zylop? Okay. Okay, okay. Wir können ja die nochmal fragen hier. Hallo? Ich weiß, ich nerve. Aber? Komm schon, ich kann dir helfen. Verschwinde. Ich lass doch nicht einfach irgendwelche Wildfremden in den Wartungsraum. Tja. Ich bin kein Wildfremder. Ich wohne hier schon so viele Jahre. So, wir müssen irgendwas gewinnen, ne? Der zeigt mir immer noch den Quatsch an. Gibt's hier was für uns? Nee. So, was haben wir hier? Das ist ja wieder ein Sabak. Musicbox benutzen. Kleine Steine, großer Sound. Snoopy's Geist. Nee, Snoopy's Geist. Das klingt gut. Gutes Lied. Ja. So, Leute, jetzt tanzt. Der König hat Laune. So, was hast du hier? Muss da irgendwie rankommen hier an den Quatsch, oder? Ich kann da jetzt nicht 150 ausgeben. Oh, was haben wir hier? Hi. Und hier geht's wieder raus. Oh, das wollen wir nicht. Wir wollen ja irgendwie da reinkommen. Muss es ja eine Möglichkeit geben. Kann auch keinen beklauen hier. Vielleicht findet man den Typen nochmal, der uns abgezogen hat. Jo,
der Betrüger ist weg. Ja. War ja klar. Das war ja irgendwie auch klar. Und wir haben keinen anderen Weg, ne? Aber vielleicht können wir hinten reinkommen irgendwo. Da sind irgendwelche Wachen. Irgendwo da drin sein. Ja, irgendwo muss das da drin sein. Hey, Kiste. Blechhaufen. Oh, was ist das? Da war irgendwas. Ein Grobtuch, jawohl. Da müssen wir irgendwie hochkommen, oder? Finde eine Möglichkeit, die Suite zu betreten. Ei, könnt ihr mich durchlassen, bitte? Das ist Sperrgebiet. Los, weiter. Na gut, bin schon weg. Bin schon weg, danke. Ja, also das geht anscheinend wirklich nur von innen weiter. Wir haben da keine andere Möglichkeit. R2, D2, hört noch auf. 14 Meter, 15 Meter. Da hinten, finde eine Möglichkeit, okay. 16 Meter da hoch. Ist da irgendwas zum Hochhackeln für mich? Auch nicht, ne? Gorak muss irgendwo da drin sein. Ja, ja, ich weiß. Da wollen wir ja auch hin, Mädchen. Halten Sie sich fern. Bitte? Sie haben es gehört. Weitergehen. Zurücktreten. Sache des Imperiums. Warum? Lass mich doch gucken. Was macht denn ihr hier? Ein kleiner Teufel. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Also wir müssen irgendwie von drinnen sehen, dass wir da reinkommen. Oder wir müssen dir wirklich die Knete geben, ne? Da war ja halt gerade dieses Fragezeichen da hinten. Finde eine Möglichkeit. Ne, da kommen wir anscheinend nicht durch bei den Kernen. Ne, wir müssen reingehen. Da kommen wir nicht rundherum. 40 Meter. Da hoch kommen wir also auch nicht. Okay. Betrüger. Alles Betrüger. Ist das hier die Garderobe? Nee, ne? Ne, also ich glaube, wir kommen nicht rundherum. Was haben wir da? Ist noch eine Tür. Da, da, da. Nee, hier gehst du wieder raus, ne? Hi. Vielleicht kommen wir hier hinten lang. Oh, schön. Hey. Jampatuta, Puputa. Nichts zu klauen, nichts zu machen. Nur anlehnen. Da ist was. Oh. Hier hoch? Nee. Oh. Bring mir das bitte? Schnapp dir das. Aha. Gut gemacht, Kleiner. Noch ein Ring, sehr gut. Schloss überbrücken, sehr gut. Mal da auf. Mach die Tür auf. Aha, das war die andere. Okay. Dann mach wieder zu. Mach die mal für mich auf, Nix. So, und wir versuchen mal das Schloss zu überbrücken. Vielleicht können wir das schon, keine Ahnung. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Na, wer sagt's denn? Na, war da gar nicht so schwer. Los, rein hier. Rein in den Schacht. Wenn schon reinkommt da bei dem, du. Ich werde hier nicht meine ganzen Kredits ausgeben. Hey. Komm, auf den Buckel geschwungen. Dass wir jetzt aus der Decke vom Club wieder rausfallen, weißt du? Das wäre natürlich doof. Ah. Oh. Na gut, dann also auf zu Gorak. Ach, da, schau an. Ja, man findet einen Weg, ne? Oh, oh. Hm, sieht aus wie ein Unterboss. Das ist Gouverneur Tordens Stadt, nicht Ihre. Schaff ihn raus und sag dem Gouverneur, es bleibt bei den Zahlungen. Dich kenne ich nicht.
Was? Suchst du nie neue Freunde? Ich habe genug Freunde. Ja, aber dass ich mit dir rumhänge, ist kostenlos. Du bist witzig. Wacker schickt mich. Er sagte, du hast Arbeit? Das ist bedauerlich. Hey, warte! Was ist dein Problem? Schlau genug, um sich hier reinzuschleichen? Dumm genug, Wacker zu erwähnen. Du kennst diese Welt nicht. Komm wieder, wenn du es tust. Völlige Zeitverschwendung. Guter Junge. Thorax-Ring gefunden. Rein zufällig. Du bestiehlst deinen Pike, Unterboss. Erster Tag? Ganz ruhig. Ich bin Danker. Ich vermittle alle Aufträge auf diesem Mond. Bei uns gibt's keine Syndikate. Hey, das sind ganz normale Geschäfte. Mirugana ist was Besonderes, Kleine. Das Imperium lässt diese Kantina in Ruhe. Aber da draußen, da herrscht Krieg. Willst du überleben? Kenne die Drahtzieher. Siehst du? Die Pikes haben Einfluss. Dank Gorak. Tödlich. Politisch. Sie zahlen, um sich beim Imperium einzuschleimen. Dann Crimson Dawn. Die sind auf Goraks Reich scharf. Gerissen, gewieft. Nicht wie die Hutten. Bei denen weiß man immer, woran man ist. Hier draußen entscheidet dein Ruf über Leben und Tod. Apropos. Ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will. Und wer bezahlt mich, um das Syndikat an der Spitze zu beklauen? Tut mir leid. Ja oder nein, mehr ist nicht drin. Sag ihnen, Kay Vess ist dabei. Süß. Verzweifelt, aber süß. Tja, da haben wir wohl unseren ersten Auftrag bekommen. Willkommen in der Unterwelt. Kays Ruf zeigt, wie sehr ein Syndikat ihr vertraut. Ein guter Ruf öffnet Türen zu Belohnungen und Gelegenheiten, während ein schlechter Ruf sie schließt. Einem Syndikat zu gefallen, kann ein anderes verärgern. Es ist normal, dass Kays Ruf schwankt, wenn sie für wechselnde Partner arbeitet. Das ist klar. Wenn sie Aufträge für ein Syndikat durchführt, kann Kay ihre Beziehung zu diesem Syndikat verbessern. Loyalitäten ändern sich, Verrat ist unvermeidlich und eine findige Gesetzlose muss wissen, wie man die Unterwelt zu seinem Vorteil nutzt. In diesem Sinne, ihr Lieben, lasst ein Däumchen nach oben da und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie wir unseren Ruf hier irgendwie steigern können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!